Ja, ich habe mal eine gute Partie von beiden Mannschaften erlebt. 60 stand sehr kompakt. Wir eigentlich auch, mit außer die zwei Chancen. Der eine in der ersten Halbzeit, den anderen in der zweiten Halbzeit auch nicht viel zugelassen, meiner Meinung nach. Ja, geht ein bisschen unglücklich 1-0 in Rückstand. Aber ich glaube, dann reagieren wir sehr gut und machen das, was uns auch ausmacht, sondern machen immer weiter, hören nicht auf und kommen dann über den schönen Treffer von Eli nochmal zurück. Und ich glaube, dann ja, war das Spiel eher nochmal auf unserer Seite. Konnten es dann leider nicht mehr ziehen, aber leben absolut mit dem Punkt, weil am Ende zählt jeder Punkt. Und ob einer oder ja, drei natürlich wären besser gewesen, aber Punkt ist Punkt. Genau. Ja, viele denken jetzt, dass es die eine Szene mit mir war selber, aber es ist eigentlich das Tor von Eli, muss ich sagen. Weil es immer unfassbar Spaß macht, wenn man hinten sieht, dass es ein Tor gibt und man kann jubeln. Deshalb ja, das 1-1. Ja, ich glaube, wie gesagt, eben, dass 60 sehr kompakt stand, sehr zurückgezogen. Und wir dann im letzten Drittel nicht so den finalen Pass bekommen haben oder den Abschluss bekommen haben. Aber bis dahin eigentlich immer uns sehr gut durchgespielt haben. Waren auch sehr geduldig, manchmal ein bisschen zu ungeduldig auch, aber sonst eigentlich über 90 Minuten sehr geduldig, haben auf unsere Chance gewartet und die dann ja, am Ende auch durch den Standard dann genutzt. Ja, definitiv. Also ich glaube, Erster gegen Zweiter. Hätte das jemand vor einem Jahr gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt jetzt stattfindet, hätten viele eventuell gelacht. Und ich glaube, deshalb ist es umso schöner auch für uns, dann in so einem Spiel alles reinzuhauen und dann schauen, was dabei rauskommt.